Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ein kurzes Päuschen gemacht und jetzt geht's weiter hier ins Grassy Bee Biome. Die Dinger kann man übrigens dann mit dem Exosuit oder Prawn Suit abbauen. Da gibt's so einen extra geilen Mining Arm und da kriegt man hoffentlich viel, viel Zeug raus. Ich bin gespannt. Jetzt suche ich aber erstmal Fragmente. Ohne selber. Da ist ein Arm von dem Ding. Ich glaub's nicht. Seht ihr das? Das müsste doch. Hallo? Hallo? Och, das ist doch so ein Arm. Och Mann, ist ja arm. Ja, ich glaube, so sehen die Dinger aus. Vielleicht muss ich meinen Scanner noch upgraden, dass er das. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Böse Geräusche in der Ferne. Aber irgendwelche Fragmente. 7% noch. Ich muss ein bisschen auf die Anzeige achten. Ich hätte gerne Fragmente für das Batterieladegerät. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ich darf das Silber nicht verlieren, echt nicht. Wäre ziemlich doof. Ich schwimme nochmal runter, vielleicht finden wir irgendwas. Schöne Höhle. Sieht mal mega gut aus. 1A, aber Angst. Schieferbrocken. Aha. Nein, weg. Ach, da oben. Uiuiui. Ich schwimme mal wieder Richtung Heimat. Tja, Batterieladegerät war leider noch nichts. Vielleicht haben sie auch wieder die Fragmente woanders hingepflanzt. Das kann auch sein. 30 seconds of oxygen remaining. Jo, danke. Warning, local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation. Das heißt, es knallt. Dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. So, also die Pupskühe. Advise observing a 1 km safety range. Eieiei. Gut, oh, wir haben Silber, wir haben Silber. So viel Silber, ist das geil. Und Gold. Schaut euch die Beute an. Okay, 4 Silber. Ja, immerhin. Und Lithium. Ah, Lithium haben wir auch schon gekriegt. 4 Gold, 4 Silber. Kupfer. Geil. Zack, her damit. Jetzt ist die Frage, ne? Habitatbilder. Habitatbilder wäre das nächste, was ich brauche. Computerchip. Computerchip? Nein. Dem baue ich nochmal wie Tischkorallenprobe und Quarz. Ah, alles klar. Tischkorallenprobe ist ja mal kein Problem. Boah, ey, wenn ich an so einer Kuh sterbe, dann drehe ich durch. Dann rage quitte ich hier. Komm her. So, zweimal und einmal Quarz. Ja, ihr seid mir so ein bisschen zu nah hier. Nicht, dass ihr mal nachher meine Base kaputt furzt. So, dann bauen wir uns schnell den Habitat-Builder. Achso, erstmal den Computerchip, dann den Habitat-Builder. Ah, super. Kabelsatz brauche ich später auch. Ich weiß jetzt gerade nicht für was, deswegen lasse ich den erstmal. Ich hoffe, die haben die Reaper nicht an mir verändert, dass die jetzt auf einmal auf dem Weg zur Insel sind oder so. Das wäre ziemlich kacke. Kabelsatz. Brauche ich einen Kabelsatz schon? Das brauche ich. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das brauche ich auch nicht. Thermometer brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch mal eine Batterie. Jetzt erstmal. Silber und Gold in Sicherheit bringen. So, und Lithium natürlich auch. Das Ding schmeiße ich nochmal da rein. Blei brauche ich. Nee, aktuell nicht, ne? Ein Titan retten und dann machen wir uns nochmal eine Batterie.
Naja, ist nicht mehr viel. Ein Pilzchen nur. Na komm. Dich verwurste ich jetzt. Dann würde ich sagen, schnell auf die Insel. Wenn es denn reicht, aber sollte reichen. Und ein Schlückchen trinken. Ah, ich habe zu viel Zeug dabei, ey. Soll ich? Ja, komm. Dann brauche ich aber Glas, ne? Für eine Luke. Warte mal eben gucken. Glas. Einmal Glas brauche ich noch, ja. Bitte. Dann kann ich mir nämlich so eine Mini-Base erstmal, also einmal so ein Dingsda-Boomster bauen. Hier einen kleinen Storage da reinmachen. Haben wir nochmal Glas. Okay, warte mal. Dann lasse ich ein Quarz nochmal hier. Obwohl, nein, brauche ich für Solarmodul. Entschuldigung, ich hab's gleich. So, machen wir uns nochmal ein Glas. So, und dann bauen wir uns schon mal so den Anfang unserer Base. Wo, welche Richtung denn? Richtung Mond? Oder, ja, was auch immer das ist. Weg von Aurora. Nicht zu tief. Ah, krieg diesen blöden Stein weg. Ich würde hier gerne anfangen. So, hier den Eingang hinmachen. Kriege ich den da runter? Ich krieg den geschoben? Ja, ein bisschen, ne? Aber vielleicht mit Karacho davor. Los, fall da runter, du Arsch. Hm. Ach, da sind ja immer noch so Schwebedinger. Halten die den vielleicht in eine Waage? Nee, ne? Und der soll hier weg. Ja, ist nicht wahr. Yay! Butz. Sehr geil. Ja, würde ich doch mal sagen, ne? Fundament gebaut. Dann machen wir uns eine Röhre oder machen wir uns... Nee, ein X-Korridor. Sehr gut. So, jetzt eine Luke dran. Ich spreche Walisch. Und können wir denn... Ja. Einmal Quarz fehlt. Einmal Quarz fehlt. Komm, da unten. Ich sehe es doch. Verzeihung. So, einmal Quarz geholt. Schnell ein Solarmodul aufs Dach gepflanzt. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Energie. So also 3, 4 Stück hätte ich schon gerne, aber... Scheiße. Alles gut. Oh mein Gott. Ja, ja, huste mal ein bisschen, darfst du. Wer so lange so brav unter Wasser war, darf auch mal ein bisschen husten. So, dann können wir es nämlich hier ein Schränkchen hinmachen. Hoffe ich, wenn mir jetzt nichts fehlt. Ah, nochmal Quarz. Komm, wo bist du, Leuchtezeug? Da. So, dann bauen wir uns ein Schränkchen rein. Dann haben wir schon mal so ein bisschen Grundstoff. Schön mit dem Ding hier. Gut. Das brauche ich doch nicht. Hier, komm, das kann da rein, das kann da rein. Die Batterie nehme ich mit. Ah, es werde Licht. Guck mal, einer sie. So, und den ganzen Rotz kann ich doch hier... Oh, habe ich das jetzt gegessen oder fallen gelassen? Nein, nein, nein. Geil, die tragen mein Essen da oben. Das ist ja witzig. Nährstoffblock, komm her. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, mal auf Richtung Insel raus. Sollen wir? Wo ist sie denn? Da. So, ich hoffe, dass das klappt. Ah, jetzt knallt es erstmal. Sehr schön. Ich wusste, dass sie Meta sagen würde. Irgendwann. Wollt ihr das sehen? Komm, wir gucken es uns an, oder?
Jetzt mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ach schön, weil das eigentlich, wenn man zu nah dran ist. Der verbraucht die ganze Energie hier. So, haben wir das Knalle gesehen, da ist schon die Insel. Oh, ich hoffe nicht, dass hier gleich das kommt, was ich denke, aber ich hoffe nicht. La 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 la. Boah, das ist so ganz schlimm, mit diesem Ding zur Insel zu fahren. So, Batterie leer, nächste rein. Und ich brauche das Batterieladegerät. Das hilft alle nichts hier. Schnell die Insel raiden und dann haben wir schon mal ein bisschen was zu essen auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Wo war nochmal der Eingang? Hier nicht. Ich glaube, da rechts rum. Man kann ja auch, glaube ich, durch die Mitte, ne? Aber dann möchte ich... Oh Gott. Da ist sie schon. Ich glaube, früher waren hier auch die Reaper. Da ist der Sandstrand. Super. Ach, schön. Okay, das war jetzt gar nicht so dramatisch. Aber trotzdem kriege ich hier irgendjemanden. Das ist nicht so meins. Echt nicht. Also. Ist alles gut hier? Lithium. Das nehmen wir nochmal mit. So, jetzt haben sich auch was geändert oder ist hier alles noch beim Alten? Ah. Frischluft schnuppern. So, dann gehen wir erstmal. Unten ist das hier? Ne, hier lang muss ich. Landgang. Dann holen wir uns erstmal den Mehrzweckraum und Außenbeet, Innenbeet. Scannen einmal alles ab hier schnell. Achso, ja, steckt das Messer doch mal. Hä? Was macht der? Steck's weg. Wenn du nicht damit umgehen kannst, steck's weg. Mingpflanze. So, da sind wir schon. Geht's? Okay, es geht. Aus dem Beetkasten. Ja, hier waren ja diese komischen Krabben. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Da ist eine. Bam, Samen. So, können wir gleich mal was essen hier? Wo ist sie denn? Da, oh, wird süß. 4 Samen reichen erstmal. Da können wir so viel draus züchten nachher. Kartoffelpflanze, die ist aber auch neu. Chinesische Kartoffelpflanze. Kann ich da Samen holen? Wahrscheinlich habe ich jetzt die einzige auf der Insel kaputt gemacht. Das hat nämlich keine Samen gegeben. Ups. So, Scheinwerfer scannen. Scheiße. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt echt was versaut. Naja, egal. Das werden wir sehen. Was ist los, Hasi? Komm, Mehrzweckraum. Lass dich scannen. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und der Innenbeetkasten natürlich, damit wir schön mal zu futtern haben. Na, willst du spielen? Komm her. Komm her. Wo ist er? Kann ich dich auch scannen, wenn du tot bist? Kann ich. Höhlenkrabbler. Mann, hier ist doch gar keine Höhle. Schwupps. So, habe ich dich? Nee, noch nicht. Aber jetzt. So, Schreibtisch nehmen wir mit. Da liegt auch ein PDA auf dem Schreibtisch. Bum, 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 badabum. Tolles Spiel. Macht Spaß. So, dich nehme ich mal mit hier, was auch immer du bist. In lebendige Wand, genau. Innenbeetkasten gab es oben bei dem Observatorium. Nee, brauche ich gerade nicht, Hasi. Danke. Ich möchte erstmal nur scannen, scannen, scannen. Scannen, 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 scannen. So, oben drauf. Da ist ja nur eine Kiste. Was machst denn du? Erste-Hilfe-Kit, na gut. Habe ich hier alles gescannt? Ne, einen Shot gab es doch, glaube ich, noch, oder? Gab es hier drin nicht noch einen Shot? Oder war das... Ne, das war auf einem der beiden Hügel. Gut, wollen wir mal gucken, ob es hier nach oben ging. Pinke Kappe. So, flitzen wir erstmal schnell nach oben hier. Mingpflanzen, ja, das kann ich... Das ist gerade jetzt nicht kriegsentscheidend, da liegt wieder was rum. Ich muss nach oben.
Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist nach oben. Was ist das? Ach, da war ein Schatten. Ich dachte schon, da läuft eine Ratte oder so. So, dann holen wir uns das Observatorium und vor allem hier den schönen Baum, wo es die lecker Früchte gibt. Guck mal, keine Laufgeräusche mehr, mein Gott. Dann können wir nämlich schön von hier auf die andere Seite rüber hüpfen. Und dann haben wir alles für den Anfang. Es gibt ja noch sehr, sehr viel zu holen hier. So ein bisschen buggy hier, wa? Ja, ich hier. Auslauf, lauf, lauf. So, das Schott einmal scannen. Observatorium. Das ist auch nochmal ein Scheinwerfer drauf, falls man den unten vergessen haben sollte. Jetzt möchte ich natürlich gucken mit der Kartoffel. Das war natürlich ein bisschen blöd, dass ich die kaputt gehauen habe. Es gab leider keine Samen. Da ist, glaube ich, noch eine, ne? Ist das nicht so eine chinesische Kartoffel? Geil, chinesische Kartoffel. Tatsächlich. Ach, guck mal, da kann man ein paar... Oh, die sind aber groß. Ach, die geben echt mal zu futtern. Ist ja geil. Sehr schön. So, hier ist auch nochmal ein Stuhl. So, dritte Folge Aurora. Mit dem Segleiter. Yo. Ich glaube nicht. Oder? Nee. Nee. Ich glaube, das lasse ich. So, holen wir uns da drüben nochmal die letzten Pflanzen. Hui, wo ist der Weg? Das ist der Weg. Und Gott sei Dank immer noch kein Fallschaden. Das wäre sonst echt in die Hose gegangen. Ja, kann ich die Kartoffeln denn irgendwie anpflanzen? Da bin ich mal gespannt. Müsste ja eigentlich gehen, ne? Lauf. Und erstmal ein Mehrzweckraum oder zwei Mehrzweckräume. Einmal für Lager, einmal für Essen. Boah. Alter. Nein! Nein! Ist doch jetzt ein Scherz. Leck mich. Kann doch nicht wahr sein. Scheiß auf das Salz. Was macht ihr denn immer mit dem Scanner hier? So, pack den weg. Weh, du holst ihn jetzt noch einmal raus hier. Ah, hier ist sie. Oh, ist auch so schön hier. Scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Och, Menno. Ist doch nicht wahr, oder? Ist doch nicht wahr. Völlig falsche Richtung. Laufe ich wahrscheinlich gerade hier langsam sprechen. Ach, so ärgerlich. Echt. So, war ich jetzt da oben? Oder wo muss ich jetzt... Ich weiß nicht mehr, wo ich immer hole. Du. Oh, so ein bisschen Klettereigenschaften hättet ihr ihm doch geben können. Da ist nochmal Observatorium. Genau, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass das die richtige Seite ist hier. Ja, das sieht gut aus. Jetzt bloß nicht wieder an dieser blöden Stelle ab. Ja, da sind die Früchte drin. Alles klar. Hier sind wir richtig. So, jetzt ganz vorsichtig hier. Eigentlich ist der Weg ja nicht schwer, ne? Aber ab und zu muss man noch ein bisschen hüppeln. Hüpf. Ey, alter Schwede. Kannst du nicht diese doofe Kante hier hochgehen, oder was? So. Da sind wir. Hallo, Kiste. Und Wasser. Komm, das trinken wir direkt mal. Können wir ja gebrauchen. Mhm. Ach du, die kann ich schon. Innenbeetkasten, ganz wichtig. Bum, 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 bum. Laternenbaum, genau so hieß das Baby. Das ist ein tolles Ding. Eigentlich wollen wir nur hier stehen und draufhalten. Fast die ganze Pflanzenwelt hier abgedeckt. Können wir uns auch mal irgendwann zu Hause schön machen. Jaffa Cup.
So, nehmen uns zwei davon mit und dann würde ich mal sagen, wenn wir alles haben, zurück nach Hause. Na, komm, da ist Wasser, da springe ich hier rein. Zack, Fallschaden und tot. Alter, das ist doch... Also... Das ist ja kein Landspiel, ne? Da liegt noch ein Lithium. Und zurück. Super, geil. Ja, voller Erfolg. Yeah! Mal einen schönen Screenshot von der Insel. Kriegen wir nochmal einen rein hier. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, zu Hause. Zu Hause! Da, oder? Achso, ich habe mein UI aus, dann sehe ich auch nichts, klar. Wie tief mag ich hier wohl runtergehen? Oh Gott, ist das eklig. Ist das ekelhaft, echt? Guckt euch das an. Ist das tief? Vielleicht gibt es hier ein oder... ein Fragment. Boom, was ist das? Achso. Diamant? Ne, Quecksilber. Da ist ein Fragment, ich glaub's nicht. Filtrierungsgerät, scheiße, braucht keiner. Limestone? Nee, alles schön, aber brauche ich nicht. Jetzt muss ich doch ein Licht anmachen, verdammt. Oh, hier sind Fragmente. Da ist ein Fragment. Ich will's. Scheiße. Oh Mann, das wird... Oh Gott. Gut, meine Lieben, ich verabschiede mich und sage... Time to... Nee. 50 Meter noch und wir sind bei null. Aber das Ding zieht uns... Oh Gott! Ja. Alles halb so wild. Boah, ey. Das machst du nicht nochmal hier mit mir. Da gehst du ja kaputt, gehst du da, ja. So, hier sind Fragmente. Ich will wissen, was ist da drin? Nein, scheiß auf das Basisfiltrierungsding. Brauche ich gerade nicht. Oder? War das das letzte Fragment? Komm. Ach, das ist doch gut. Das ist doch gut, das Ding. Ja, hab ich sie. Ja, guck mal, haben wir da schon wieder was. Für unendlich Wasser. Und noch viel mehr. Oh, man, hier noch an. Oh, Material. Und wir sind gar nicht so tief. Guck mal, 27 Meter, das geht doch. 8% noch. Ach komm, nach Hause. Nach Hause, Batterien machen. Und dann brauche ich auf jeden Fall mein Batterieladegerät. Gut, meine Lieben, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der Base und drückt die Daumen, dass ich hier nicht mehr gefressen werde. Ich hoffe nicht, jetzt ist nämlich Ende. Und jetzt heißt es schwimmen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.